Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Vorab ein paar Worte. Ich bin jetzt ein paar Tage im Urlaub und habe aber Videos aufgenommen, größtenteils FFA. Also ein bisschen mein Progress zu dem Spiel, was ich jetzt euch zeigen werde. Also das Spiel ist nach den Spielen gespielt, die in Zukunft kommen werden, so ein bisschen. Nicht ganz optimal, aber ist jetzt halt so. Genau. Während ich im Urlaub bin, ist es circa eine Woche, werde ich keine Kommentare großartig beantworten, also so rudimentäre Fragen, man danke für den Lob und so weiter, das kriege ich hin, ja, und einen Daumen hoch und ein Herz, aber viel mehr wird es vermutlich nicht werden, vielleicht auch doch, aber ich glaube eher nicht. Muss ich ja alles auf dem Handy machen und ich tippe da nicht so gerne. Und auch halt nicht so gut, dann in alte Videos nochmal reinzugucken, wobei das könnt ihr bei YouTube direkt machen. Egal, lassen wir das. Genau. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel FFA gezockt. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, will ich ja wieder mehr ins One vs. One reingehen, weil es halt einfach der absolute Königsmodus ist von dem Spiel. Deswegen gibt es das Spiel, der Rest ist alles nur Fun-Mode. Und, ja, genau. Genug gesabbelt. Ich sag schon mal Danke und gerne Abo lassen und viel Spaß mit dem Spiel. So, und da haben wir ein paar Gegner gefunden. Sagt mir jetzt alles nichts. Irgendwie hier MMA Combat Power fehlt immer komplett beim FFA bei mir. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es ein genereller Bug ist. Oder ob die alle komplett immer neue Spieler sind. Glaube ich aber nicht dran. Oder neue Accounts. Aber nee, das wird irgendein Bug sein. Da lege ich mich auch mal fest. So. Wir sind immer noch bei der Marksman-Strategie. Hier sind jetzt Marksmen dabei. Leider keine Fangs hier. Leider keine Fangs. Und von den... Ich nehme das hier mit Elite, habe ich keine so gute Erfahrung gemacht. Also die Phönix sind jetzt ein bisschen fail. Vielleicht spiele ich auch Phönix. Ich meine, man könnte auch... ich hätte das Jump Drive mal rausnehmen sollen für den Modus hier. Das ist komplett used. Da sollten lieber Schilde rein, behaupte ich. Aber egal. So, für die erste Runde werde ich hier jetzt auch keine Kollegen Marksman kaufen. Ich brauche ein bisschen Schaff. Wahrscheinlich sollte ich eine Seite überladen, damit ich die auf jeden Fall gewinne mit den Phönixen. Das kann ich auch easy machen. Den lassen wir in der Mitte stehen. Das steht eigentlich ganz gut. Gegner stehen ja tendenziell eher relativ offensiv. Das heißt, wir können die auch ein bisschen offensiver hinstellen. Nur so. Dann ziehen wir den mal auf die Seite rüber, dass er dahin läuft und dann gucken, was passiert. Der Gegner hat hier direkt das gekauft. Haben wir einen Cost Controller bei das Elite Supply, Quick Supply. Vielleicht der mit Quick Supply gewesen sein, ja. Er kriegt halt hier direkt Bonuseinkommen, 50 sind das, glaube ich. Der Tower in der ersten Runde. Es sind 100, weil er meinen hier auch noch weg. Den drüben habe ich verloren, davon ging ich quasi auch aus. Ja, ist ein bisschen schade. Ah, vielleicht kriege ich den. Ne, ich kriege ihn nicht gerade so. Ist ärgerlich, dass ich jetzt mein Bonuseinkommen auch noch verloren habe. Also der Ryan hier, der kriegt gerade komplett rein gegen mich, weil er mich jetzt auch noch mein gesamtes Setup komplett durcheinander bringt. Ist alles für die Füße deswegen jetzt. Also ich habe, er hat mich 50 Gold gekostet und hier auch noch die Einheit, also den richtig viel Geld gekostet. Aber ist halt so. Ist wie es ist. So, der drüben kriegt noch Gold hierfür. Das ist schön für ihn. Auch noch Gold hierfür. Der grüne ist das. Der hat richtig viel Geld gemacht. Also ich bin hier nicht gut aufgestellt in der ersten Runde. Ist nicht so schlimm. Ich hätte gern, wobei ich habe genug. Ich habe genug. Ich brauche nur 3 Marksman kaufen. Das kriege ich hin. Okay. Kurz nachdenken und dann handeln. Das ist der Fortress oder die Sabertooth, hätte ich gesagt. Ich glaube, es sind hier die Sabertooth.
Machen wir mal so. Und dazu gibt es dann einfach Marksman. Wir ziehen jetzt einfach Schrumpf durch. Nächste Runde vielleicht noch ein paar Stormcaller, muss ich mal gucken. Das hier mal 4 Platz. Und zwar irgendwie so. Ich will ruhig hier hinten noch einen Tank haben. Einfach damit das passt. Falls hier jemand irgendwie Einheiten droppt. Was man ja auch machen kann. So, Level 1 ist der. Okay, okay, okay. Sehr schön, der Arkner geht noch auf die Tanks, dann sterben die alle und ich kann hier den Vulkan schnell wegfokussieren. Hier sind meine ganzen Tanks, also Modelltanks gestorben. Der Sabertooth tankt aber lange genug, dass ich zumindest den Arkner noch down kriege, aber hier werde ich trotzdem verlieren. Aber wenn jetzt das Timing halbwegs passt, ja, sehr gut passt. Den dürfte ich auch kriegen, oder? Wobei, wahrscheinlich kriegt sein Fortschuss jetzt mit seinem ersten Schuss richtig. Wichtig. Wieso bin ich ganz gut dabei, was den Supply angeht? Nicht der erste, aber zumindest der zweite stand jetzt, wobei es wird sich noch ändern. Ne, weil es noch der, der am weitesten vorne ist. Mal gucken. Gut, also ich verliere jetzt auf jeden Fall. Also ich bin jetzt gleich tot, keine Frage. Aber kein Problem. Es wird an Gelb gehen, die Runde, wobei der auch vielleicht da unten, ja, never mind. Doch an Grün, weil der Fortschritt schon gestorben ist, weil er kein Leben mehr hatte. Okay. Aber ist ja alles kein Problem. Wir haben unsere Strategie und die ist höher. Muss ich nur das mal einbilden. Assault Vulcan ist Extended Range Phoenix. Moment, kurz nachdenken, bevor ich handle. Das Ding ist halt, wenn ich auf ich glaube, Marksman sind trotzdem besser. Ich lasse es weg. Wir skippen es. Also die sind offensichtlich ein Problem für mich, stand jetzt. Komm einfach ein bisschen früh, die Wespen. Level 2, nehmen wir jetzt alles Level 1. Die sind auch richtig tanky. Boah, ich glaube, es wird einfach eine schwierige Runde für mich. Das muss man mal so akzeptieren. Die Frage ist, gehe ich jetzt hier auf den aufs Quick. Ich glaube, ich gehe direkt auf das Quickfire, ehrlich gesagt. Ein bisschen fail, aber. An sich die richtige Entscheidung, denke ich, an der Stelle. Ein Arti brauchen wir eh. Also ich werde die Runde höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, gegen die KI meine ich jetzt. Weil die Panzer einfach richtig zu stoppen sind. Aber wenn ich halt die... nicht mal die Wespen stoppen kann, dann verliere ich halt auf jeden Fall. Jetzt kriege ich zumindest die Wespen theoretisch gestoppt, praktisch jetzt nicht mehr. Wie wir sehen. Ah, hier sind sogar noch Wespen am Leben, das ist eine Katastrophe für mich. Ein bisschen vorfliegen, damit ich die finische, sonst killen die mir alle Einheiten. Aber ich krieg den halt gar nicht tot, ne? Gut, dass die hier weiterfliegen. Das gibt mir jetzt nur 50 Punkte theoretisch. Nicht nur theoretisch noch. Ja, wobei vielleicht doch nur theoretisch, weil wahrscheinlich kriegt den gar nicht gefinisht. Nee. Okay, also das, ja.
alles gerade Horror-Timings für mich. Ich ziehe halt meine Strategie durch hier, ne? Das ist halt das Ding. Aber die haben auch verloren, ne, wie man sieht. Aber die haben halt viel mehr Punkte gemacht. Ich habe hier richtig wenig gemacht. Ich bin, ja, vielleicht ein Tausender in Gold mittlerweile hinterher. Steel Ball Productions ist an sich ein sehr gutes Item. Das nehmen wir jetzt auch mit. Auch wenn es bös teuer ist. Der Rhino ist sogar tatsächlich relativ gut hier, hätte ich gesagt. Die eine Runde. Der Dank ist halt, dass ich so sowohl die Stormcaller ablenken kann. Mach's mal so, mal gucken, ob es klappt. Die Crawler will ich hier eh killen. Ja doch, ich glaube, eigentlich sieht die Runde ganz okay aus für mich. Sollte funktionieren. Ich bin zuversichtlich. Und ist halt aber ein starkes Item, ne? Der hat gelevelt. Der hier auch, aber das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, ich überlege auch gerade, ob ich einen von denen verkaufe. Wird mir 100 geben. 100 reicht aber nicht. Ne, dann lassen wir es. 150 hätte ich es gemacht, hätte ich nur einen Marksman extra geholt, aber so lohnt sich das nicht, denke ich. Jetzt sammelt es erstmal die ersten Raketen. Oh, okay, ich habe mich auch richtig aufgepasst. Na gut, jetzt sammelt er ein paar mehr ein, aber jetzt kriegt er sie auch ab, das ist auch nicht cool. Aber die Steel Balls hier sollten gut sein, aber so gut waren sie dann doch nicht, das reicht aus, okay. Easy. Der müsste relativ. Oh, ist Level 3. Das übersehe ich gerne mal, was für ein Level die haben. Und die von Level auch Level 3, das heißt mein. Ah gut, mein Phoenix lebt, das heißt ich schaff's auf jeden Fall zu defenden hier. Hier drüben sowieso. Der schon Reichweite ausgegeben ist, der. Hat jemand eigentlich Extended Range genommen? Ja, hier der. Der oben in der Mitte. Muss ich mal drauf achten, was der baut überhaupt. Ich habe es noch gekillt zumindest. Wir können die Stormcaller ein bisschen scheinen, aber es wird nicht reichen. Okay, der geht auch auf maximal Marksman-Zeug. Okay, okay, okay. Aber bisher läuft es noch nicht so richtig optimal für mich, muss man ganz klar sagen. Ich glaube hier zuerst Quickfire aus. Es war für die eine Runde gut, aber ich glaube, das war es nicht wert, ehrlich gesagt. Ein bisschen unsicher, wie gut das hier ist, ehrlich gesagt. Die gehen doch auf den, das heißt, der nimmt die mit. Hm, mal gucken. Verkaufen lohnt sich halt eh nicht so richtig. So. Ein zweites Marksman-Upgrade wäre eigentlich sehr angenehm. 950. Aktuell ist eigentlich auch noch wichtig, primär, dass ich gegen die KI gewinne. Gar nicht so sehr, dass es generell reicht. Gegen die KI zu gewinnen ist wichtig. Wobei Marksman-Level schon auch sehr wichtig wären. Wie man es macht, ist es falsch. Aber ich habe nicht genug Geld, um mehr zu tun. Mach's mal so. Ich hoffe, das hier reicht irgendwie. Ich hätte ihn auch lieber hier rüber reinziehen sollen, den Rhino. Aber es scheint zu klappen. Mechanical Division nervt ein bisschen, aber mit dem Mustangs geht's eigentlich. Ja, jetzt passt. Und hier macht er wohl einen guten Job.
Der Rhino. Gut abgelenkt, denke ich. Da drüben hat sogar ein bisschen Probleme, ne, aber nicht wirklich. Aber ich kriege jetzt, denke ich, zumindest das Haku hier. Du das? Ja. Wieder ein paar Punkte gekriegt, das ist wichtig. Also hier habe ich keine Chance gegen, weil er mehr Reichweite hat und mehr Marksman. Aber kein Problem. Sterben noch. Ich esse das hier, das ist der Grüne. Der drüben quasi. Die Frage, ob er die killen kann. Das ist halt das Problem. Jetzt die Phönixe fliegen nach vorne. Und irgendwer hat seinen Haku gerade gekillt. Achso, also sogar selber. Also der Gegner sogar gegenüber fightet, aber ja. Ah ne, das war aber anders, siehst du. Aber das ist halt einfach das Problem, dass man mal verliert. Ja, ja. Schwierig. Aber alles noch im Rahmen. Aber er spielt dann sich auch richtig. Das heißt, ich muss gucken, dass ich vor allem gegen ihn klarkomme. Nee, das skippen wir einfach. Hätte das Schild mitnehmen können, vielleicht wäre vielleicht schlau gewesen für später. 180 Reichweite haben die Phönixe. Also ich glaube, was ich brauche, um gegen den bestehen zu können, brauche ich einfach viele Stormcaller mit Reichweite. Ich glaube, das ist hier jetzt gerade wichtiger. Dann muss ich hier auch die temporäre Reichweite nicht ausgeben, die Runde, hätte ich gesagt. So, wir holen natürlich trotzdem. Ich mach's mal lieber so. Noch einen mehr davon. Gehen wir hier mal hin. Muss reichen, einen Wulken hier wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht gewesen. Die ganzen kleinen Sachen will ich nicht upgraden. Wenn ich mein Geld schon primär in die Marksman und in die Collegen stecken, in die Stormcaller. Ich könnte theoretisch hier die upgraden mit Reichweite, was für den Fight hier gut wäre. Aber es ist halt... Oh Gott, okay. Ja, Beacon nutzen wäre sinnvoll gewesen. Ja, scheiße. Das wäre wertvoll gewesen, wenn er auch ein bisschen mit her tanzt. Bisschen mehr Tension. Also verlieren kann ich das hier quasi eigentlich gar nicht, denke ich, aber... Allein weil meine Phönix überleben werden, dann sind die Stormcaller down. Den Debuff, okay, er wird komplett überrannt, das ist gut. Macht ein bisschen sinnlos, was ich gemacht habe, weil ich... Können wir bitte den Tower mal killen, das Geld hätte ich gerne. Der Marksman nimmt mir die Stormcaller Monster, gut, sehr gut. Sehr gut, vielleicht kriege ich hiervon was gekillt, mal gucken. Hätte ich gerne EMP auf meinen Stormcaller schon, aber habe ich nicht. Ja, es ist zu viel, das werde ich nicht down kriegen. Die kriege ich down, aber es bringt mir nichts. Die Runde ist auch verloren. Da ist noch Grün am Start. Der wird aber auch sterben an denen. Außer ich habe es komplett vercheckt, aber. Ne, jetzt kriegt er einen Debuff rein. Keine Chance für ihn. Der braucht Anti-Air. Easy. Gut, geldmäßig hier schon wieder grün extrem viel gemacht. Okay. Was hat ein Grün für eine Kombi? Nano Repair Mustang Spawn. Spawn Items halte ich für stark. Vor allem sind die auch nicht limitiert von der Anzahl her. Das ist grün. Okay, der wird nicht gewinnen. So wie der, was der baut, kann nicht gut sein auf Dauer.
Genau, einen davon holen wir jetzt auf jeden Fall. Wir überlegen, den da wegzupacken, weil er einfach im Weg ist. Hätte ich gerne den Vulken. Gibt vielleicht auch die Vulkenreichweite die Runde noch aus. Einfach wegen den Dingern hier. So, der kann eigentlich aber gleich direkt nach hinten gehen. Dann holen wir auf jeden Fall wieder mehr Marksmen noch. Weil in Marksmen we trust und so. Wisst ihr Bescheid? Die kann man eigentlich auch theoretisch langsam verkaufen. Das geht sich aus, wenn man das so. EMP auf den wäre noch wichtig auf Dauer. Okay, die sind heftig, die Marksmen. Habe ich nicht drauf geachtet, was da kommt. Aber vielleicht kriegen die anderen die hier gestoppt. Bei mir können es eigentlich nur die Stormcaller schaffen und die machen vermutlich nicht genug Schaden. Mal gucken. Ein Modus, wo man auch durchaus Stormcaller leveln kann, ne? Weil aber diese Raketenabwehr nicht so mega effektiv ist, glaube ich, hier. Theoretisch kann man Sabertooth spielen und man kann auch War Factory spielen, aber keine Ahnung. Ja, die müssen die weißen, da sind wir schon mal raus. Weil die bleiben ja in der Basis stehen. Die will man hier eigentlich gar nicht bauen, das wäre der größte Fehler überhaupt. So, jetzt mal gucken. Ups, hier habe ich jetzt extra Reichweite ausgegeben, damit er die ganzen Fangs wegputzelt. Und das sieht auch gut aus. Der darf halt nur nicht sterben, bevor die Fangs tot sind, sonst habe ich eventuell ein Problem. Okay. Aber ich habe einige Fangs down bekommen. Das wird knapp jetzt. Hier jetzt sterben meine Marks, mein leider sein Phoenix und Sabertooth. Aber das auf Dauer wird es nicht klappen, was er da hat, denke ich. Ich hätte vielleicht dann lieber die Feuergeschichte ausgeben sollen auf meinen. Na, ich weiß es nicht. Debuff killt jetzt halt meinen Marksman hier und so weiter, aber im Endeffekt. Er hat jetzt schon voll evolved, also hat maximale Reichweite und viele Skills etc. drauf. Das heißt, ich brauche jetzt ab nächster Runde sollte ich auch mal hier die temporäre Reichweite ausgeben. Okay, jetzt ist grün vorne. Krass, okay. Hätte ich nicht gedacht. Okay, aber jetzt muss ich all in gehen. Dass ich die Runden auch gewinne quasi. Ich meine, ich muss nur einen Knopf drücken, dann ist er raus. Ich glaube, normalerweise gehe ich gerne auf EMP, aber ich gehe jetzt mal auf Feuer, weil ich muss. Feuer brauche ich gegen ihn. Okay, erstmal alle Marksmen upgraden und das Wichtigste drücken, die Reichweite. Das 850 kostet mich das vierte Upgrade, das kann ich mir definitiv nicht leisten. Will ich die hier upgraden? Ich glaube nicht. Also wichtig wäre hier drauf noch EMP zu haben auf Dauer, aber jetzt brauche ich erstmal mehr Einheiten. So. Vielleicht wird das hier auch das Video, wie man das hier aufhalten kann. Ist ja auch schön. Es gibt mit Sicherheit Wege, es aufzuhalten, keine Frage. Ich lasse den wieder ganz nach hinten rennen. Und dann gehen wir. Was kostet mich das hier? Ich spare den Rest. Hm? Einmal geben wir aus. So. Könnte sogar, ja, wobei die Fangs sind halt schon nervig. Mal gucken. Also mich aber nicht. So. Jetzt sieht man halt hier, das Feuer liegt jetzt halt im Weg rum. Das heißt, wird auch Einheiten von mir damit verbrennen. Sehr schön, den Tower habe ich bekommen, den habe ich auch bekommen. So, und jetzt gucken wir mal, wie es hier abläuft.
Anti-Airbrush. Die Königse konnte ich halt wirklich mittlerweile verkaufen. Die haben halt keinen Riesensinn. Ja, das mache ich jetzt. So. Und wir sehen es halt hier, dann fängt es komplett useless jetzt. Muss man hier drauf achten, ob ich durch mein eigenes Feuer durchlaufe. Oder ob es rechtzeitig aufhört zu brennen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ne? Ja, die Stormcorn Feuer sind wertvoll, weil so viele Panks auf dem Feld sind. Der wichtigere Call hier als EMP. So. Die Nuke muss man wahrscheinlich respekten. Theoretisch könnte man hier auch versuchen, mit Beacons noch mehr zu verzögern. Ich skippe hier aber einfach und spiele es sicher, denke ich. Also ich meine, theoretisch könnte mir jetzt jemand einfach random einen Nuke draufhauen, weil er sich denkt, oh, der hat die letzte Runde gewonnen, der ist stark, was weiß ich, ja. Vielleicht erkennt auch jemand die Schönheit meiner Komposition und möchte sie zerstören. Ich weiß es nicht. Das geht mir ein bisschen aus. Mal schauen, machen. Ja, hier ist hier quasi nichts am Start. Das kann man einfach. Ich da vorne laufen lasse, stirbt er trotzdem. Wir sind von da einfach nach hinten, kann er später reinkommen. Ich könnte noch verkaufen. Ach, verkaufen. Guter Punkt. Tschüssi. Genau, dann holen wir mehr. Marksman. Im Bereich weiter habe ich ausgegeben. So, Schilde. 4 Stück hätte ich gerne. 1, 2, 3. Aber zu riskant, dass mir jemand einfach meine Armee wegnukt. Macht keiner. Macht generell keiner, ja. So soll es im FFA-Modus eigentlich auch ablaufen, dass man eher auf sich konzentriert ist, weniger darauf, was die Gegner machen. Aber das war mir einfach zu riskant. Und die Schilde, wenn ich die Runde gewinne, stehen ja nächste Runde auch noch. Das hier wäre für mich jetzt nicht das Riesenproblem, glaube ich. Wobei, ja, gut, ich habe keinen EMS-Angriff. Und die Frage, brauche ich gegen hier die Spieler EMS am ehesten gegen die da oben? War ich auch nicht wirklich. Ja, die Phönixe könnte definitiv weg. Mustangs können theoretisch auch weg, man sieht ja auch die Fahne nach vorne. Aber sie im Endeffekt ist es schafft, ist schon okay. Der muss halt sterben und dann kommen die daran. Der Reichweite, er hat wahrscheinlich, glaube ich, die höheren Level, der ist ein bisschen ein Problem für mich aktuell. Gucken, wie läuft es hier, läuft es auch gut. Verliere jetzt wahrscheinlich leider einige an meinen Marksmen noch. Aber ich kriege ihn zumindest down. Oder? Ja, ich habe zu viele Stormcaller einfach. Und hier habe ich noch einen gescheiten Block, das heißt, ich könnte theoretisch sogar unter Umständen eventuell in Führung gehen. Muss mal gucken. Aber schön, wenn er die noch tötet, damit ich die nicht. Weil die können mir theoretisch schon Einheiten töten, deswegen finde ich es ganz gut, wenn die sterben. Wenn die überlebt hätte, wäre natürlich nett gewesen, aber hey, weiß. Die Marks und müssen jetzt hier aber einfach alles finishen. Okay, damit sind wir in Führung und damit sind wir in einer guten Lage für die letzte Runde. Letztens kam die Frage auf Battlefield Skills ausgeben. Hier könnte man es sogar machen. Wir machen es aber nicht. Wir brauchen davon nichts. Ich würde höchstens das auf meinen. Nee, ist auch komplett verschwendet. Lassen wir weg. Auf meinen Ryan habe ich überlegt gehabt, aber es macht keinen Sinn. Er stirbt halt einfach nur sinnlos, wenn ich nach vorne rennen lasse. Vielleicht die Frage, was ich jetzt mache.
wichtigste Taste schon mal drücken. Den kann ich wirklich verkaufen noch. Ich überlege halt gerade, ob ich vielleicht doch noch in jetzt doch noch Late Fangs ausgebe. Mach's mal. Dann gebe ich den noch EMP. Aber auch noch. Geben den auch Level. Weil den Schaden kann man tendenziell gebrauchen. Speed brauchen wir nicht. Das hier. Mal gucken, was das wert ist. Let's go. Keine Flanken gegen mich. Aber hier kurz kommt alles auf mich zugefahren. Ne? Ah, never mind, hier kommt sogar eine Flanke, aber die ist irrelevant. Also die war wie auf mich geaimt, ist keine Frage. Sein Gedanke war halt später reinzukommen, es wird aber nicht klappen. Und die Frage ist halt hier, ob mein Maschinengewehr taktisch ausreicht. Das sieht ganz gut aus. Also ich meine, mit dem Marksman damit. Die Temp-Range nicht ausgegeben, ist huge für mich. Riesenfehler seinerseits. Rechte Flanke ist offensichtlich kein Problem. Und Ryan hat sogar irgendwas getan, lebt noch. Die haben halt ein höheres Level als meine Marks, zumindest ein Vorteil, den er hat, aber meine Arti reguliert das, wenn ihr mit EMP trifft, dann sind die eh tot. Und ich habe noch genug Marks, zumindest GG. Man sieht ihr, ich komme sogar mit Fangs mit Schilden klar, ne, weil ich einfach so viele Schüsse abfeuer. Und spätestens, wenn halt die Stormcoil drauf schießt, sind eh vorbei, aber die Marks alleine kriegen das halt auch in Aussicht, Riesenmengen. Ist hier ein bisschen schlechtes Timing, wobei ich kriege hier noch so ein cooles Hilf natürlich, weil die hier noch da rein adden, dachte ich, aber die kommen zu spät. Also ich war halt isoliert erst gegen ihn und dann gegen den und da ist kein Problem. GG. Ja, das ist die Marksman-Strategie. Also ich glaube mittlerweile, ich bin der Meinung, dass Double Shot besser ist als wie heißt das andere Ding? Wo man Fang spawnt. Irgendwas mit, mir fällt der Name gerade, ist ja wurscht, was ich meine. Also ich glaube, das ist die beste Kombination für die Marksman. Und ich fahre damit sehr gut. Naja, ich sage danke fürs Zuschauen, gerne Abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.